Hallo zusammen, mein Name ist Hazard. Ja, Hazard. Hazard, der Dreckige, ja. Ich spiele heute Elex 2 in einem sehr saftigen reingespielt. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Dieser eine Typ, der Fox, hat mich hierhin entführt. Er wollte mit mir mal so einen Jagdausflug machen. Ja, jetzt bin ich mitten in The Pampa. Zum Glück habe ich diese Brille an. Mir war nicht bewusst, dass die so gut ist, dass ich da tatsächlich lebende Dinge sehen kann, aber auch tote Dinge. Und ich dachte immer, das ist ein Fehler vom Programm. Aber schaut voraus. Man sieht es hier zwischendurch, wenn da irgendwie so ein Kräuterchen hängt. Nehme ich mir da mal eins. Oh, oh. Hab schon wieder was angelockt. Ah, nee, es war nur eine rote Blüte. Sehr schön, ja. Oh, leck. Aktuell mit einem 20 Gigabyte Patch gesegnet. Freue ich mich dann natürlich umso mehr, hier abzugehen. Grania Byte spielen. Fantastisch, fantastisch. Der Hut spielt ja aktuell gerade noch Gothic 3. Super Special Edition. Aber, oh mein Gott. Hubala! Jetzt greift dich doch noch so ein kleiner Bastard an. Nicht mit dem. Was habe ich denn noch alles? Ich hätte sogar noch einen Schrotflintenschuss am Start. Es war nur ein Schakal, zum Glück, ja. In der Gegend muss man ein bisschen aufpassen. Das ist nicht so ein... Guck, das meine ich hier mit der Brille. Interessante Brille, ich setze sie mal ab. Vielleicht war es doch kein Fehler im System. Ja, schau mal kurz. Ah ja, nicht umdrehen, Zukaya. Ah ne, sieht man sie nicht mehr, fantastisch. Irgendwie liebe ich diese Brille, hat so ein bisschen was von Serious Sam. Was auch immer, optisch. Ah, guck mal, da haben wir noch mehr kleine Biester am Start. Wie schlimm ist die? Ah, die ist gar nicht so schlimm. Unten zischelt auch irgendwas, ein Kritter. Machen wir erstmal weg. Die nehmen wir auch gleich mit. Glutfliege. Ja, das war jetzt nichts. Hahaha! Mich kriegst du nicht so einfach. Ja, das mit dem Ziel und ja, ist doch ein bisschen ja, wie gehabt. Man sagt ja zwischendurch, haben sie immer gern gemunkelt hölzern. Stimmt nicht so ganz. Aber ich verstehe euch trotzdem, liebe Hater. In der einen oder anderen Sache. Gehört dazu. Hat mich nie wirklich gestört, dass die eine oder andere Bewegung. Hier merkt man es auch übrigens mal, wenn man über etwas rübersteigt, dass man da auch gerne mal hängen bleiben dran kann. Aber jetzt geht's sogar. Das haben sie echt neu dazu gemacht. Finde ich schön. Über so kleine Biestersteine rüber zu springen. So. Ah ja, komm her, tu noch ein bisschen. Jetzt tue ich den letzten Schuss nur für euch. Von der Schrotflinte mal auf diesen kleinen Fiat Panda abballern. Junger Schakal, pass auf. Oh! Ich brauche unbedingt mehr Munition. Ich muss mir Munition bauen. Das geht ja nicht anders. Hab übrigens so eine Pupke-Pfannen-Schild am Start. Auch nicht schlecht. Nehmen wir mit. Ja, aber jetzt komm. Jetzt gehen wir zu den Questen zurück. Fox hat mich hier sowieso viel zu weit in die Pampa reingejagt. Der Bastard. Ja, merkt euch den Spruch. Der Bastard. Muss ich auch immer so ein bisschen betrunken anhören. The Buzzard. Oh, schwarzer Lotus. Nicht schlecht, ja. Das wird alles mal mir gehören. Hoffentlich zumindest. So, ja. Zurück zur Queste. Gucken wir jetzt noch einmal die Kreaturen an. Nicht schlecht. Ein Tracker. Ah, das war das Teil. Sehr schön. Julio. So. Fuchs unter Wölfen. Wo hat der sich jetzt eigentlich wieder verpippert? Der ist doch auf der Karte irgendwo, man. Macht er da... Ich könnte mal vorbeigucken. Nicht, dass er schon wieder umgeklappt ist. Ja. Oh, schnell. Den könnte ich demnächst als Waffengefährte anheuern. Dann muss ich nicht immer mit Kaya. Sie liebt mich ja sowieso schon. Rumrennen. Ich möchte auch Kroni noch ein bisschen aufpimpern. Dass er mich... Nee, der mag mich ja sowieso vorbehaltslos. Aber bei Fox ist das noch nicht so. Ole! Rapido! Ja, kämpfen wir ein bisschen Nahkampf, ne? Auch wenn ich es nicht wirklich kann. Ich habe mich eher so auf... Oh, doch, es geht. Es geht. Auf Fernkampfwaffen spezialisiert. Oh, lupft mir was aus dem Popo raus. Das gibt's ja wohl nicht. Was war das? Wieder halb abgestorben? Nee, ich nehme immer die falsche Waffe. Ich will eigentlich den Bogen nehmen. Flusskriecher, nee, der ist schlimmer hier. Was will er da unten? Der geht auch nicht weg. Junger Kritter hat mich jetzt gesehen. Der eine bleibt im Wasser. Gibt's das? Die Feldassel da hinten, das gibt's. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Höchstens im ersten. Elex.
Ah, die tut die Zerstörung ein bisschen hochsteigen. Ja. Oh, der kommt mir noch hinterher. Ich hab's geahnt. Taya, pass auf. Wie nennt man Kaya am Wasser? Ja, Kajak natürlich. Oh, schon wieder. Der springt da raus. Du nicht gestraft. Das gibt's ja nicht. Ist das ein kleiner Bastardfrosch? Und er klebt sich auch wieder ein. Oh, hier gehen wir weg. Der kotzt mich voll, der junge Mann. Oh, das nehmen wir noch mit. Was haben wir denn da Schönes? Ein Amazit, sehr schön. Rohes Geflügelfleisch. Kleiner Heiltrank. Ich darf übrigens nicht bei Torhild zu spät reinkicken. Da läuft eine Queste ab. Alle muss ich noch überstümpeln. Überzeugen. Überstümpeln kann man auch sagen, glaube ich. Ja, hier ist schön. Hier ist wirklich schön. Wird das reingespielt natürlich so. Haha, 0,0005% von dem Spielzeug ist natürlich doof. Aber ich will euch ja ein bisschen was, ja, wie gesagt, von der Landschaft zeigen. Ach, Fox, ist er jetzt tot? Nee, Fox ist da hinten irgendwo, okay. Die Brille ist wirklich nicht schlecht. Ich dachte, es ist so ein Borg vom Spiel, ein Bug. War dem aber nicht so. Sehr schön. Wo ist denn Föxele hin? Ist er wieder da zurückgerannt? Ah, echt pumpig aus hier. I love that, I love that. So, mal da hinten ist er lang. Ja, wir wollen ja nicht die Sachen am Boden vergessen, ne? Blutflecken sind meistens auch schön. Könnte sein, dass er da hinten hingelaufen ist. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Waffentechnisch bin ich jetzt nicht so gut beladen. Ich kann es euch mal zeigen. Hier, einfache Klinge. Ah, oh, da ist der Schaden übel. Vergleich zum Bogen. Natürlich auch hier der Eisenschild. Vielen Pfannen. Ja, die Reißzahne war nicht schlecht, aber ist auch nicht so besonders gut. Am liebsten hätte ich ja die Schrotflinte am Start. Hey, wobei der Berserkerbogen ist übel gut, so. Lass mir erstmal das gebratene Setzerbrot in uns rein, damit wir gut pfeifen können. Und gucken uns noch ein bisschen hier um. Hier war ich nämlich schon lange nicht mehr. Bis vor kurzem. Haha, schon lange nicht mehr. Bist du. Oh, Hazard, was labert der Hazard schon wieder? Oh, da muss. Guck, das ist jetzt auch neu. Man kann sich da ein bisschen anhängen. Sonst wäre ich jetzt runtergepumpert. Ich weiß, wie lange das hier erst noch steht. Das weiß ich jetzt auch nicht. So, was haben wir da unten Schönes? Da sind ja früher die Mutanten rumgerannt. Ich traue der ganzen Gegend hier auch nicht so besonders. Ja, nehme gleich mal einen Bogen und schieße auf das Teil dahin. Oh, wir haben eigentlich nur Ratten als Feinde, das ist gut. Ja, dann schaue ich mir die Tankstelle doch mal an. Ja, ist ja nicht alles billiger geworden, sagt man ja. Okay, abchecken, wie die Preise in der Apokalypse sind, ne? A Cappella. Hm. So. Gucken wir mal rein. Ah, da liegt schon einer tot rum. Siehst du diese ganzen Wagen hier? Ja. Sieht aus, als hätten sie versucht, vor etwas zu fliehen. Ja, das kommt vor. Oh. Ein toter Berserker. Mehr hat er nicht dabei. Das ist ja traumhaft. Ja, machen wir mal ein bisschen Licht an. Wo ist es denn? Ah, das scheint ja gar nicht mehr so arg. Das erinnert mich jetzt wirklich wieder an den ersten hier. Das Rezept zur Gummisuppe. Ja. Hätte ich mir schon immer gewünscht. Dietriche sind auch nicht schlecht. Nehmen wir so ein bisschen was mit. Ich zeige euch nachher noch ein bisschen Komfort. Das bietet auch Komfort. Oh mein Gott, was ist da alles? Da draußen liegt wieder einer totgestorben rum. Gibt's das? Ja, das schauen wir uns mal an. Wenn wir schon mal hier sind. Wir haben bestimmt die Benzinpreise umgebracht. So. Mächtiger Heiltrank, sehr schön. Ah, das Luftendeckel. Ja, schon lange nicht mehr getankt, das merke ich doch sofort. Das Teil. Oh, sieht aus. Oh, scheiße, was hatten die? Auch eine tote Berserkerin. Ah, die Arme. Mit zwei Stücken Brot gestorben. Mein Gott. Wahrscheinlich am Lemberts Brot. Da steckt man gerne dran. Sehr geil. Lemberts Brot, ja. Das war ein harter Scheiß, ne? Oh, guck mal. Pott und Blumentopf nebeneinander. Auch nicht schlecht hier. Bin ja auch gespannt, ob ich Fox jetzt gleich irgendwann wieder treffe. Obwohl ich mit dem gar nichts mehr zu bereden habe. Aktuell. Ist er das? Nee, es war schwarz gebrannt da. Und vorne aus dem Auto gefahren. Sehr schön. Sehr, sehr schön, oh. Ah, da haben wir schon einen Saurier. Da kann ich euch zumindest ein paar Viecherleins zeigen. Oh, der nervt schon was!
Na, Tatja, hat mich angerülpst. Oh, Terrorvogel, habe ich denn schon mal gehabt? Spuckende Bestie, du. Ich muss ja auch übrigens noch mein Jetpack aufrüsten, dass ich während des Kämpfens auch fliehen kann. Oder umgekehrt. während des Fliegens auch kämpfen kann. Was ist das? Ein Scheusal! Ah, das geht aber zu hart! Das kannte ich nicht. Guck mal! Furchtbar! Da kann ich wirklich nichts machen dafür. Komm mit, Kaya! Hat mich das nächste Viech schon auf dem Schirm? Ey, das könnten wir sogar noch kaputt kriegen, wenn mich das andere Viech nicht noch angreifen würde. Also mich und Kaya natürlich. Das machen wir kaputt. Jetzt ist Kaya kaputt! Und das Scheißerl ist irgendwo abgetaucht. Ah, das ist ja... Oh, finsterlich, finsterlich. Gefällt mir eigentlich gar nicht vom Ablauf hier gerade. Kotzt er mich voll, der junge Mann mit Hut. Das Zielen und das Schießen, ja, ja. Das kriegen wir noch. Das kriegen wir noch hin, oder? Das kriegen wir noch anders hin, wenn wir wollen. Da liegt bei der... Oh, meine Frau. Mein besseres Stück wollte ich schon sagen. Nee, mein bestes Stück ist sie nicht. In dem Fall. Ja, das... nee, dann doch nicht, ne? Oh ja. Oh! Verfolgt uns unbedingt. Auch auf offener Straße für mehr politisch inkorrekten Content. Ach so, ja, und wenn ihr Elix 2, jetzt komme ich mal kurz ins Spiel, günstig kaufen wollt, könnt ihr euch über GamesPlanet, ich mache den Link unten rein, könnt ihr euch über GamesPlanet, ja, für Steam den Key zulegen. Ja, das war's. Dankeschön, Hut, dankeschön. Ich war so in Action von dem Spiel gerade, ich konnte dir nicht komplett lauschen. Oh, das Scheusal ist weg. Ich will so einen Raptor, den Jungen, noch wegmachen, Hut. Aber der bewegt sich so flink, ich brauche so... Ich muss da so eine Pfeife haben von Sam Neill. Dass sie weggehen. Nee, dann kommen sie eigentlich. Ist ja egal. Mich wieder zornig gemacht, das Spiel gerade. Ah, guck mal, da ist es ja, das Scheusal. Ich wusste ja gar nicht, dass es Metallschwanz hat. Mit dir wollte ich gar nicht reden, Entschuldigung. Also nicht jetzt zumindest. Ich will erst das Scheusal angucken. Oh, das viel Elixit dabei. Mein Gott, ist das schön! Ja, wir wollten eigentlich nur zu Fox gehen. Ich weiß gar nicht, wie weit er weg ist. Aber das war hier eine Begegnung, das sage ich euch. Ja, und da, what he said, was der Hutz gerade gesagelt habelt. Ja, gibt ihm eine Chance. Ja, ach so, ja, stimmt. Natürlich. Games Planet, ganz wichtig, ganz wichtig. Wir sind Partner und wir... Oh! Ich wollte sagen, wir lieben unsere Partner. Ja, und Link aber ist. Aber das hört sich komisch an. Aber ja, lieben trifft es vielleicht trotzdem. Link ist ja auf jeden Fall unten drin. Das ist geil. Dankeschön, Hut. Ich habe schon wieder was Neues gefunden. Guck dir den kleinen Bastard an. Nachtoger. Oh. Nein. Das ist nichts fürs Frühstück, meine Damen und Herren. Das riecht komisch aus dem Kokelhaus. Das geht nicht. So, Fox ist wirklich ganz weit da hinten irgendwo. Bestimmt ist er beim Vor. Ja, dann mir egal. Kann ich doch nichts dafür. Da muss ich wieso zurück. Sehr schön. Aber man sieht die Landschaft. Das ist geil. Oh, guck mal, da haben wir sogar Strand. Oh, schön. Richtig schön hier. Da lässt sich's Maus halten. Ja. Oh, ich merke gerade, der Pfeil hat sich echt ein bisschen gebogen, wie wanted. Sehr schön. Könnte am Auto-Aim liegen, das ich reingebaut habe. Das vom Spiel ausgegeben wird. Ja, angeboten wird. Könnte ich mal wieder ein bisschen runterschalten. Ja, wenn ich Lust habe drauf. Gehen wir erstmal zu Fox. Sehr geil. Da zeige ich noch ein bisschen was vom Questing. Armbrust? Ah, die haut aber nicht so arg. Nee, ich muss wirklich beim Bogen bleiben. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich erledige für meine Armbrust. Ausweichen geht auch. Und treten geht natürlich auch. Der rennt immer weg. Ja, dann kommt er wieder. Boah, sage mal. Ja, der lebt nicht mehr lange. Haha. Schön geplatzt. Wie ein Ofenfähnchen. Sehr schön, sehr schön. Was haben wir da Schönes? Ah, guck mal, das sieht ja mal hier geil aus. Ja, das sieht fantastisch aus. Richtig schön, oh. Ja.
Ein bisschen länger das reingespielt, aber so muss es sein bei uns. Eben. Ja, weil ihr müsst irgendwie noch ein bisschen was vom Vor mitbekommen. Von den großen Questen hier. Von der Bastion. Nee, die zeige ich euch beim nächsten Mal irgendwann. Upsa! Was bist denn du? Das ist ja nur ein Kreischer. Nicht mal erwischt das Drecksvieh. Wie eine dicke Eule mit einem roten Vollbart, so ein bisschen. So, was haben wir da? Nicht, dass mich da jetzt noch was angreift, das gibt's doch nicht. Ah, das war schlecht hochsteigen gerade. Ah, da wollte ich nicht rüberfliegen. So, der guckt uns immer noch schräg an. Gucken. Ah, warte mal, jetzt habe ich den Hornwolf auch noch hinten angelockt. Drecksviech. Mal weg vom Auto-Aim. Ich glaube, wenn ich das ohne Auto-Aim spielen würde, würde ich tatsächlich besser treffen. Das ist ja geil. Sehr schön, sehr schön. Gefällt mir eigentlich. Der rennt da hinten rum. Oh, der hat es nicht ganz geschafft. Unser geliebter Hornwolf, ja. Da müsst ihr euch noch drauf... Oh, fast machen. Das Kletten und... Kletten, sage ich schon. Klettern und hochsteigern. Die Locken kletten. Ja, tut einem wirklich die Locken kletten. Aber das ist hier ja schöne Gegend. Ah, guck mal. Da könnte ich mich echt drauf niederlassen. Der ist da oben irgendwo. Das werden wir nicht an einem Stück hochschaffen, schätze ich mal. Wenn doch, auch nicht schlecht. Wobei ich nicht weiß, was mich da oben erwartet. So, kletter mal hoch. Genau, sehr schön. Oh, nicht runter pimpern, wollte ich schon sagen. Ja, der Stacheldraht wird mir nicht gefallen, schätze ich mal. Oh, aber er mag es trotzdem irgendwie. Ha! Sehr schön, wo sind wir jetzt? Oh, Minen, aufpassen. Da wollte ich eigentlich gar nicht so rein. Aber ja, wir laufen mal hier am sicheren Rand entlang. Das reingespielt ist natürlich jetzt nur für Fans von ausgewieften Landschaften. Von üppigen Gebäuden. Ja, und struppigen Kerlen meistens. Oh je! Lauf da nicht drüber, Kaya. Kriegst den Hosenplumper. Ist da, meinst du, da ist noch eine Mine? Nee. Nicht. Schön, schön. Da haben wir ja schon einiges gesehen. Das ist ja fantastisch. Lass mich mal noch kurz ins Inventar gucken, wenn ich nicht gerade wieder angegriffen werde. Das, liebe Piranha Bytes, könnt ihr gerne, wenn ihr noch wollt, patchen wollt irgendwann, ändern, dass man schneller sieht, was neu dazugekommen ist. Oder eine Sortierfunktion wäre auch nicht schlecht. Aber muss ja nicht. Ich will es ja nicht übertreiben. Bin ja nicht die... Oh, Star. Nee, die mögen das, glaube ich. War jetzt keine Werbung für bestimmte PC-Hefte. Rezept Gummisuppe. Muss ich auch noch lernen, oder? Es ist eigentlich eine eklige Suppe. Gut. Kaugummi, schwarzgebrannter und ein Energieriegel kommt da rein. Fuck. Ja gut. Ja gut, du hast schon Schlimmeres getrunken. Das stimmt. Mit Kippen drinne. Ja, leider. Leider ja. Seitdem heißt der Kiepmatz. Oh ne, guck mal, da kannst du schlafen. Ist ja schön. Kiepmatz. Kannst ja wieder aufstehen. Ja, unter Kippenmatze. Ja. Wir gehen jetzt, wir besuchen echt noch Fox und dann ist aber Sense hier. Also leck mich am, ja. Enosgram. Guck mal, da steht er, glaube ich. Oh. Nee, das ist jemand Bösartiges, glaube ich. Ein Verlorener sogar. Geiler. Der sieht gar nicht so finster aus. Den machen wir auch noch kaputt. Dann sieht er nämlich schon einiges an den Biestern, die hier rumrennen. Ja. Ich bin... Ja, ich hoff's. Ah, endlich mal alleine was ermordet. Ohne Kaya. Fantastisch. Beschädigtes Schwert kann ich immer gebrauchen. Ja, gucken wir uns mal weiter um. Oh, war das was? Nee, sehr schön. Ist Fox wirklich irgendwo da hinten hingerannt? Ganz abseits der Wege. Fantastisch, fantastisch. Finde ich gut auch eigentlich irgendwie. Knoblauch wächst da außen, sehr schön. Der ist... Oh, fuck, wer hat mich da weggebobelt? Wer hat da drauf geschimmert? Hast du das gesehen? Nee. Voll zur Seite gebremst. Wieso Bremswein trinken? Kennst du das? Dann trinke ich heute Abend wieder. Leck! Da muss ich echt... Ich glaube, ich kann da hochsteigern. Das schaffe ich, glaube ich. Nee, heb dich! Gleich mal was trinken. Ja, vielleicht schaffe ich es trotzdem nach oben. Pass mal auf. Das kann ja nicht so unmöglich sein. Ja, ja! Oh, geilo!
Ich frage mich nämlich, was da oben wirklich ist. Nochmal abspeichern. Hier. Nein. Heb dich. Ja, sehr schön. Das liebe ich an dem Spiel. Diese vollständige Freiheit, dieses Rumgleitern, ist natürlich auch was Geiles. Für Gothic-Fans, die es einfach noch nicht alles gesehen haben. Oh, oder sehen durften. Jetzt sehen sie es. Von oben. Genau. Was meint er damit? Fragt euch. Das weiß ich doch selber nicht. So. Hier oben muss irgendwo Fox rumeiern, in dem Fall. Aber was ist das mal an? Du kannst halt auch wirklich hier jeden Winkel erforschen. Und findest eigentlich auch immer wieder was Neues. In dem Fall nicht. Der Vorführeffekt. Geilo. Oh, das ist ja voll die Mustergrube hier. Gucken. Schauen wir uns weiter oben um. Oh, da krabbeln die Schneckchen rum. Was ist das? Ah, das sieht nach bewohntem Gebiet aus da hinten. Ah, schön, guck mal. Wollte ich da denn nicht schon immer schon mal durchlaufen? Es ist grenzwertig geil. Ja, wirklich. Besiedeltes Gebiet. Mal gucken, wer mich jetzt angreift. Schwarzer Lotus ist immer gut. Ich weiß nur noch nicht. Für was? Genau. Auch wieder so ein Schweinstier. Was will das da in der Nähe? Oh, das kenne ich jetzt auch noch gar nicht. Oder? Ah, doch. Wir gucken uns mal lieber da oben um. Oh, das ist ja gar nicht zum Hochsteigern. Kann ich mich da heben zumindest? Da ist er. Da wollte ich eigentlich rein, genau. Ja, jetzt. Komm, lass fallen. Junge, lass fallen. Nee, nicht klettern. Fallen lassen. Oh, beschädigte Kriegsarmbrust. Du findest wirklich immer wieder was Schönes. Der kotzt mir jetzt hier wieso vor die Hütten. Dann laufe ich jetzt mal vom Hund. Habe ich nicht nötig gerade. Erstmal Wiesenkraut schlammen. Das ist eigentlich für ein Viech. Oh, eine schwache Blutkralle. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Die ist ja umgekippt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und schon wieder eine Gegend zum verzaubert werden. Richtig schön. Ja, ich schieße einfach mal drauf. Oh, die klappen ja sehr ungünstig zusammen. Die Glutfliege ist auch nicht mehr die beste. Vor der hatte ich sogar am Anfang Angst. Ja, aufsteigern ist immer wichtig. Hochleveln. Ja. Das ist das Erste, was ich mir kaufen werde für das Jetpack. Dass ich während ich fliege irgendwie rumballern kann. Das ist das Wichtigste für mich. Ansonsten ist alles andere egal. Können wir sogar die Verkehrten, wollte ich schon sagen. Die Gefährten verrecken. Wäre wichtiger. Fliegen, ballern. Ja, wie bei Treibs Ascend. Ascend. Kennt ihr das überhaupt noch? Was für ein geiles Spiel das war. Wird leider nicht mehr offiziell unterstützt vom Entwickler. Gibt's aber noch auf Stream. Steam heißt das ja, genau. Gut, was ist das da hinten? Oh! Ein Bergtroll! Gut, guck! Oh, der ist aber riesig. Ja, an dem laufe ich jetzt nur vorbei. Du kannst dem mal gucken, ob er Magie hat. Hat sogar ein Haustierlein. Vorsicht. Oh! Oh! Der wirft bestimmt mit Stein. Das hat er nämlich schon mal gemacht, der Drecksack. Früher, im ersten. Ja, meinst du, der kommt überhaupt? Oh, der kommt langsam hinterher. Das ist cool. Oh, guckt euch die Landschaft an. Wir laufen übrigens schon falsch. Da oben muss irgendwo Fox sein. Naja, macht ja nichts. Ja, schon wieder. Oh, der klebt sich ein. Nee, nee, nee. Mit dem will ich nicht verkehren. Ich glaube, da hoch kann er nicht. Da hoch gehe ich dann höchstens. Moment. Richtig schön hier. Ja, jetzt kriegt er wieder so einen Elex-Anfall. Drei Biesterchen am Start. Nein, nein, nicht die Infektion! Bei dieser Seuche ist das Gefühl des Kontrollverlustes. Ja, das kenne ich. Das macht mich wahnsinnig. Kontrollverlust. Kenne ich eigentlich vom Donnerstagabend immer so ein bisschen. Und, ah, jetzt hebt er sich. Zum Glück. Da kann ich wieder das Jetpack aufladen. Weil wir werden von unten echt behakt, glaube ich. Ist das... Oh! Nicht, nicht, nicht! Oh, du Bumsbirne. Das gibt's ja aber nicht. Aber guck mal. Das ist ja fantastisch. Ja, Kaya kämpft da unten noch, während ich mich niedlicheren Dingen widme. Ja, meinem Leben. Mein Leben ist niedlich, finde ich jetzt. So.
Wir gucken mal. Wir haben Fox gleich gefunden. Das ist ja fantastisch. Wir sind in der Bastion angekommen. Oh Gott. Wie geil. Oh, was willst du denn jetzt ruckeln? Was hat's denn jetzt? Bitte optimieren. Dankeschön. Nice, Fox. Wir reden doch mal mit ihm. Das ist schön. Ich habe nicht mit Kaya vorher geredet. Das ist cool. Ja, wir haben, glaube ich, einen neuen Waffengefährten. Sie wird sich um dein Problem im Fort kümmern. Allerdings musst du erst einmal bei uns in der Bastion bleiben, bis die Dinge geklärt sind. Sehr schön. Ja, aber sicher auch. Dann komme ich wenigstens mal ein wenig in der Gegend herum, was? Ah, mit Sicherheit ein besserer Job, als im Fort die Putze zu machen. Ich... vielleicht bin ich zerstört. Ich muss dir aber gestehen, dass ich mit meiner neu erworbenen Freiheit noch das ein oder andere ausprobieren möchte. Ausprobieren? Oje. Naja, wie soll ich das sagen? Mir sind da so ein paar Dinge um meinen hübschen Öhrchen geflogen. Sehr schön. Nix Wildes, nur ein paar Unannehmlichkeiten, bei denen ich, sagen wir, latent beteiligt war. Hat sich gut an, hat er sich aber gut ausgedrückt. So. Ja, das frage ich jetzt dann doch, um was es geht. Du hast Mist gebaut und willst die Gelegenheit hier draußen nutzen, um sie wieder gerade zu biegen. Wenn du das so sagst, dann hört das so hässlich an. Nennen wir das Ganze doch einfach Außendienst. Das klingt irgendwie schön. Hört sich wirklich schön an. Und ganz nebenbei, ich könnte eventuell deine Hilfe dabei. Oh nee, ich hab's geahnt. Ich meine, extra Quest. Für dich und du kämpfst für mich. Darum geht es doch bei Waffengefährten, oder? Eigentlich schon, bei dir eigentlich aber nicht, aber egal, okay. Was hab ich denn damit zu tun? Oh. Ja, ich, selbst in Spielen bin ich eigentlich nett zu Leuten, ja. Mal gucken, was er denn vorhat. Man gewinnt ja eigentlich nur, wenn man nett ist. Ja, schon, aber was genau hast du denn vor? Es gibt da den einen oder anderen Trupp der Alps, der durch Havar zieht. Kommt ja schon mal... Richtig. Und rein zufällig könnte es ja sein, dass ich gerade zu der Zeit den Wachdienst über eins unserer Setzlingfelder habe. Und noch viel hypothetischer besteht ja die Möglichkeit, dass einer dieser Trupps einen der Setzlinge erbeutet und aus Landes verschleppt hat. Möglich. Ich weiß zufällig, wo diese Alps jetzt sind. Du hast dir einen Setzling von Alps klauen lassen. Fantastisch. Du bist immer so unentspannt in deiner Wortwahl. Ja, dann müssen wir, holen wir das Ding halt zurück. Genau, dann machen wir es halt, Wir haben neuen Waffengefährten. Sind diese Alps, die angeblich dein Setzling haben? Bring dir das Ding zurück? Alles klärchen. Wir müssen auch nicht weit. Es ist quasi gleich um. Richtig. Oh, tatsächlich. Okay, das ziehen wir jetzt noch durch. Vielleicht habe ich mich da über... Oh. Da drüben sind die Jungs. Ich fürchte, sie kriegen das große Brennen und oben, wenn sie uns sehen. Das große... Oh, das sieht hier schön aus. Mache ich mir als Bildschirmhintergrund. Auf DIN A 80, 500. DIN A 0. Nee, das sah echt schön aus. Was uns jetzt erwartet. Also sind wir besser vorsichtig. Ja, das würde ich aber auch meinen, weil das sieht gar nicht mal so unentspannt aus. Ja, Jungs und Mädels, spontane Quest mit Fox. Das geht ja mal gar nicht anders hier. Richtig schön, richtig schön. Merkwürdig. Ja, wir gucken mal, was wir erwischen. Vielleicht hilft es ja, wenn ich laut Alarm rufe. Nee. Sei ruhig, wir können das schon. Weiß nicht, meinst du, die greifen mich wirklich gleich an? Mein Kopf. Oh, schon wieder so ein Elix-Anfall. Ah, nee, die sind eigentlich freundlich gesinnt. Oder? Nee. Hatte sie schon fast wieder vergessen. Nee, der greift an! Ich das nicht in den der macht das doch nicht anders. Ich hab mir das anders vorgestellt bei dem. Komm her! Oh, das geht! Das ist ein super Außendienst hier gerade. Mit diesen komischen Scouts komme ich klar. Noch einer am Start. Ah, das ist gut gelaufen. Nicht schlecht. Gefällt mir eigentlich. Ein bisschen Kräuterchen semmeln. Das sind doch Luftpumpen. Richtige Wurstträger. Fantastisch. Die kriegen wir alle weg. Im Einschließen von hier das Auge raus, ne? Was war das? Ein Aggressor? Nee, doch nicht. Ein Trooper! Ey! Bis der kommt, ist er weg. Das ist klar. Mit was schießen die eigentlich? Noch ein! Oh, da haust einer von links an! Das gibt's ja wohl nicht! Eigentlich wollte ich noch normal kämpfen. Oh, hat er mich angegriffen? Ja, hey! Macht der andere nichts mehr! Scheiße! Ich glaube, ich krieg Warzen unten. Auf der Pille. Ja, meine Damen und Herren, so kann's ablaufen, ja.
Das war ein kleiner Einblick. Kann ich jetzt offline weitermachen hier, damit es nicht mehr so peinlich wird. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein bisschen Elix 2 kann ich nur empfehlen. Und achtet auf das, was der Hut vorhin gesagt hat. Auf Games Planet kann man das natürlich auch richtig schön aufkien. Aufkien, würde ich sagen. Ne? Achso, Games Planet. Ihr könnt ja auch, ja genau, ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben. Jetzt komme ich mal ans Shirt. Ja, wenn sehr schön. Wenn der Hazard das als Let's Play komplett, also als komplett Let's Play durchziehen sollte. Wenn ihr das sehen wolltet. Ein richtiges Longplay oder was? Ja, so ein, ja, mit so ein paar Teilen. Ja, das wäre schön, oder? Ja. Könnt ihr gerne unten einen Kommentar hinterlassen. Genau, dann ob ihr Bock drauf habt, das wäre doch mal. Das ist wirklich nett vom Hut gesagt, ja. Dann kann ich euch von meiner von meiner Fähigkeit natürlich innerhalb des Spiels überzeugen. Ja, gibt noch ein paar schöne Sachen. Ich freue mich da schon mal drauf. Und ja, das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Hazard out für heute. Muss ich das abschalten da oben, ja. Hier sind mehrere Monitore. Tschüss. Ein Okay-Button.